Statement ist, dass wir sehr, sehr gute Gegner gespielt haben. Man muss trotz allem allen gratulieren, unsere Gegner. Der hat eine super Serie gespielt. Und ja, wenn man gewinnt 4-1 in einer Serie und vor allem vier Siege hintereinander in einem Best of Seven, ist das nur so. Wann lag es bei euch jetzt heute Abend? Heute? Ja, ich will zu sagen, so direkt, aber dritte Partie ist ein Schlüsselspiel, wo wir fletschen auseinander. Das ist oft so. Die korrekte Analyse muss man, braucht man sicherlich ein paar Tage vorher zum Analysieren, korrekt und richtig vor allem. Aber das erste Statement ist, dass wir dann gegen einen sehr starken Gegner gespielt haben. Und man muss das auch akzeptieren ab und so, gratulieren den Gegnern. Heute, ja, eigentlich eine gute Partie. Der nützen eiskalt alle seine Chancen, die man bekommen im Powerplay. Und wir machen ein paar Fehler im Penalty Kill, wo der nützen dann. Ich habe Hoffnungen gehabt für letzte Drittel, da haben wir diese Energie bekommen hat, bis zum 2-2 dann mit Fischers. Schöne Tor dann, aber ja, war nicht gelungen heute. War der Gegner jetzt über die ganze Serie gesehen zu stark oder waren die Caps einfach nicht in der Form? Nein, aber das ist schwer zu sagen, was wir könnten besser machen. Das ist viele Sachen, wo wir könnten besser machen. Aber um dieses Grundfundament zu finden, braucht man mehr dann 10 Minuten nach dieser Partie zu analysieren. Und darum sage ich, der Gegner war sehr stark in dieser Serie. Und das ist sicherlich ein Grund, warum wir nicht unsere beste Leistung gehabt haben. Aber da gibt es sicherlich andere Gründe auch. Was man nicht wünsche, dass der Bank auf der Bühne saß und der Kicker auf der Bank war. Meine Gründe mit Spielen Saber, das wissen Sie von vorher. Er hat Vertrauen für Menschen und Spieler und wenn ich ihn weggenommen habe von dem letzten Spiel, war das klar für mich, dass er sollte spielen wieder. Er ist ein Trademark für diese Organisation, für diesen Verein und da gibt es eigentlich keine Gründe, warum er nicht sollte spielen von Start heute an. Er hat die ganze Saison zum 99% jedes Spiel hat er uns eine Chance gegeben zum Gewinnen, auch heute an. Penke Kickert, ja. Penke Reale Kickert hat das verdient, auch dabei zu sein. Dann. Und, ja, wenn das passiert hat heute früher, dann hat Kickert diese Chance bekommen. Dann. Also, du lobst den Metz aber auch. Also, für dich war er nicht der Unterschied, den es vielleicht ausgemacht heute oder in der Serie. Da ist doch, ich sag das, ich analysiere nicht die ganze Serie. Du kriegst den Lob von Fehlach und was wir besser möchten. Könnte oder gemacht hat in der Serie, da braucht man sicherlich ein paar Tage, bevor man analysieren korrekt kann. Bist du selber ein bisschen überrascht, dass es so schnell gegangen ist? Ja, das ist nicht, was man planen, das ist klar. Aber ich muss, ja, das ist klar, 4-1 ist überhaupt nicht, was man wollte in dieser Serie, ja, für uns dann 4-1. Aber der Gegner hat gesagt, dass der unbedingt das wollte und hat auch die verdiente Glück, kann man sagen. Er hat wirklich gut gespielt für diese Chancen, wo man bekommen hat im Spiel. Dann. Und dann wissen wir, das ist eine gefährliche Mannschaft in die offensive Bereiche mit Hughes und Ryan. Erste drei Spiele hat wir endlich Hughes, Ryan in ganz gutes Griff gehabt, aber nicht letzte zwei Spiele. Wenn wir reden über Powerplay und auch Spiel von G5. Was ist bei euch im Powerplay passiert, dass das immer verkrampfter geworden ist? Ist das einfach wirklich nur dann mental? Das ist mental. Und vor allem, wenn das steht, so wie jetzt in der Serie, sieht man, dass da gibt es Spiele, wo nicht die Verantwortung nehmen will, wenn wir kommen in offensive Drittel und so. Und dann ist das als Gegner auch viel einfacher, so machen diesen Druck und Press dann.